Willkommen zu dieser Lektion. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Materialorganisation am Schnittrechner und wir sprechen kurz drüber, wie ein Schnittprogramm aufgebaut ist. Früher musste man mit diesen Mini-DV-Kassetten jahrelang arbeiten, darauf aufzeichnen und alles Material eins zu eins überspielen auf den Computer. Das ist aber Schnee von gestern. Heute wird ja nur noch mit SD-Karten oder anderen kleinen Karten gedreht, Daten direkt darauf geschrieben und man kann sie kopieren auf die Festplatte. Das muss man, das solltet ihr auch machen und kopiert bitte immer alles von dieser Karte, wenn ihr ein Archiv anlegen wollt, rüber auf die Festplatte, denn die Ordnerstrukturen werden auch benötigt. Und denkt daran, bitte alles immer in einem Ordner zu sammeln. Ich empfehle euch wirklich, alle Audios, alle Videos, alle Bilder, alle Grafiken in einem Ordner gesammelt abzuspeichern. Denn es ist so, das Schnittprogramm greift nur auf die Dateien zu. Es merkt sich, wo was liegt. Und wenn ihr zum Beispiel Dateien von einem MP3-Stick, USB-Stick importiert und ihr zieht den dann raus, dann ist die Datei weg, weil der Datenträger ist nicht mehr verbunden mit dem Computer. Deswegen bitte alles gesammelt in einem Ordner sammeln, das heißt richtig reinkopieren. Hat auch den Vorteil, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel umziehen müsst mit eurem Schnittprojekt, nur diesen einen Ordner mitnehmen müsst und wenn ihr fertig seid, braucht ihr auch nur diesen einen Ordner löschen. Also denkt dran, immer alles gesammelt in einem Projektordner sammeln. Ansonsten funktionieren alle Schnittprogramme gleich mit dieser Verknüpfung von Dateien. Es gibt auch Programme, die bieten eine interne Dateienverwaltung, Organisation an. Die kann man benutzen, sollte aber immer wissen, was da im Hintergrund mit den Dateien passiert, wo die landen, wo die verwaltet werden und wo die dann liegen letztendlich. Könnt ihr nehmen, müsst euch nur ein bisschen damit beschäftigen. Ansonsten, was immer funktioniert, ist dieses manuelle in alles in einem Projektordner packen. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Alle Schnittprogramme sehen in etwa so oder so ähnlich aus. Es gibt immer einen Ort, wo alle Dateien angezeigt werden, die ich importiert habe. Das ist bei mir hier oben links der Fall, der sogenannte Dateibrowser. Hier kann ich durchklicken und ich sehe gleich hier in diesem Vorschau-Monitor, was sich hier hinter verbirgt, welche Videoclips das sind und kann die auch ziemlich schnell durchschauen. Eins weiter rechts ist der Ausspielmonitor. Hier sehe ich alles, was ich in der Sequenz hier unten zusammenschneide. Wenn ich das mal ablaufen lasse, sehe ich hier meinen Filmschnitt. In der Sequenz gibt es auch noch die Timeline. Hier oben, das ist die Zeit auf einer Linie abgebildet. Wenn ich jetzt mit meinem Cursor hier noch ein bisschen weiter fahre, sieht man hier auch die Zeit immer hochlaufen. Das ist der Timecode, mit dem ich jede Stelle im Film eindeutig benennen kann. Ansonsten gibt es hier rechts noch einen Audiometer, der mir den Ausschlag des Tones zeigt. Und ich habe hier an dieser Stelle in dem Programm jetzt hier noch die Möglichkeit, verschiedene Werkzeuge für den Schnitt mir auszuwählen. Das ist Final Cut Pro. Im direkten Vergleich einmal hier Adobe Premiere Elements. Gibt es für den Mac und für den PC. Ist ein bisschen günstiger, kann auch ein bisschen weniger dafür. Es gibt hier auch eine Sequenz mit verschiedenen Audio- und Videospuren. Bis zu Video 3 geht es hier. Man kann aber auch noch mehrere hinzufügen. Es gibt die Timeline mit dem Timecode hier oben. Ich kann mir hier meinen Dateibrowser anzeigen lassen. Und wenn ich möchte, kann ich mir auch das Audiometer einblenden und das irgendwo schön parken. Werkzeuge kann ich jetzt in dem Programm nicht speziell auswählen. Es gibt hier unten zwar so Sachen, aber damit kann man ein bisschen anders arbeiten. Gibt hier Zugriff auf Überblendung, Titel, Effekte und so weiter. Beschäftigen wir uns später mit. Was wir jetzt machen müssen, ist hier erstmal Medien importieren. Bevor wir das machen, allerdings schauen wir einmal auf die Sequenzvoreinstellung bzw. die Projektvoreinstellung. Ich mache mal hier ein ganz neues Projekt auf. Nenne es VideoMOOC. Kann mir jetzt hier auch überlegen, wo ich das Ganze hinspeichern möchte. Wir wollen ja alles gesammelt in einem Projektordner verwalten und nicht bei Dokumente und Programmname und Sonstiges. Deswegen suche ich mir den jetzt schnell. Hier Material, nenne den Premiere Elements. Und speichere das dann hier alles gleich ab. Die Projekteinstellungen müsst ihr auch ganz am Anfang immer richtig einstellen. Die stehen jetzt hier auf NTSC und hinten sehe ich noch 27p 30. Das heißt, ein kleineres HD mit 30 Bildern pro Sekunde. NTSC ist 30 Bilder.
Wir leben aber im Paarland, das heißt, hier müsste eigentlich 25 stehen, beziehungsweise 50 vielleicht. Da sprechen wir auch alles später nochmal drüber, über NTSC und PAL. Wichtig ist, ihr solltet die Projekteinstellungen immer danach einstellen, wie ihr auch gedreht habt mit eurer Kamera. Denn diese Sachen kann man auch in der Kamera einstellen. In dem Fall jetzt hier stellen wir die Projekteinstellungen entsprechend dem Übungsmaterial ein, das ihr zur Verfügung gestellt bekommen habt. Das ist PAL und zwar 1080p mit 25 Bildern pro Sekunde. 1080 heißt ein normales HD-Bild mit 1920 x 1080 Pixeln. Und wie gesagt, 25 volle Bilder pro Sekunde. Und jetzt habe ich hier mein neues leeres Video-MOOC-Projekt, wo ich mich auch noch verschrieben habe. Aber egal. Wir brauchen Medien, die fügen wir hinzu. Wenn ich jetzt eine Speicherkarte direkt aus der Kamera in den Computer gesteckt hätte, würde ich das darüber einspielen. Würde hier auch wieder sagen, wo es speichern soll, nämlich nicht hier bei meinem Film, sondern in meinem Projektordner, der hier unten irgendwo zu finden ist. Hier Material, Premiere Elements oder Video. Ich würde Video nehmen, weil hier sind meine Videodateien, Premiere Elements. Hier habe ich ja meine Projektdatei gespeichert. Das ist meine Projektdatei. Deswegen würde ich jetzt hier Video wählen. Ich habe meine Videos aber nicht auf der SD-Karte, sondern die liegen bei mir schon in einem Ordner, wie bei euch auch, wenn ihr die runtergeladen habt. Ich nehme jetzt hier mal alle, außer dieser hier. Jetzt werden die Medien hinzugefügt. Die werden nicht reinkopiert, sondern nur verknüpft. Das heißt, das Programm weiß, wo die Dateien liegen. Wenn sie dann nicht mehr sein sollten, hat das Programm später ein Problem. Deswegen auch, wie schon gesagt, vom USB-Stick oder so, alle Videos, alle Audios immer in einen Ordner sichern auf der Festplatte. Jetzt habe ich hier alle meine Videos importiert, kann zweimal draufdrücken und dann gehen die hier in diesem Viewer auf, in dem Vorschau-Monitor. Kann ich jetzt auch wieder durchschauen, was da alles so dabei ist. Und wenn ich die Videos mal zum Test hier unten reinlege, sehe ich das hier in dem großen Ausspielmonitor. Das war der Aufbau von Schnittprogrammen im Überblick anhand von Premiere Elements Version 13 und Final Cut Pro X.